zweitschnellste das Finale erreichen, dass der Morgen ausgetragen wird. Und wir schauen auf den ersten Vorlauf mit Luisa Litz vom 1. LAV Rostock auf der Bahn 1. Auf Bahn 2, das ist Kirsten Möbel vom VfL Sindelfingen. Ja, und auf der Bahn 3, vorhin sagen wir sie schon im Vorlauf über 1500 Meter, das ist die Titelverteidigerin Corinna Harrer von der MG Tennis Finanz Regensburg. Sind wir mal gespannt, welche Strecke sie dann morgen im Finale laufen wird. Denn, dass sie sich hier für das Finale macht und dann qualifiziert, das ist recht wahrscheinlich 2:04:28 ihre deutsche Jahresbestleistung. Die Konkurrentin, die weiterhin in diesem Vorlauf auf der Bahn 4, Esther Müller von der TS Ottersdorf. Und auf Bahn 5, Stefanie Müller, TSV Inningen. Auf der Bahn 6, die Junior-EM-Teilnehmerin des Vorjahres, Jessica Zeidler von LAC Berlin. Auf Bahn 7, Verena Kaiser vom SVK Bayertheim. Und auf Bahn 8, auf der Ostbahn, das ist Lisa Jäser vom SC Magdeburg. Das ist der erste Vorlauf, 800 Meter, weibliche Jugendart. Die Siegerzeit im ersten 800 Meter Vorlauf.